Hallo liebe Raumstedt-TV-Freunde, es geht los mit meiner Sommerzeit-Tour zum großartigen Ferienprogramm, welches von der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach und dem engagierten Jugendbüro-Team um Volker Hammel aufgebaut und organisiert wird. Den Anfang machte ich bei der Ferienbetreuung mit dem Motto Sport, Spiel und Spaß für Kinder der Klassenstufen 5 bis 8 und diese fand in der ersten Woche bei der Tennisabteilung vom SV Miesenbach statt. Begrüßt wurde ich von 5 glücklichen Betreuerinnen und Betreuer sowie 28 noch glücklicheren Jungen und Mädchen, die einfach nur jede Menge Spaß hatten. Mehr dazu hört ihr auch gleich. Erst einmal freute ich mich wieder, mit Thomas ein wenig plaudern zu können. Vieles gab es zu erzählen und er berichtete mir ein wenig vom Ablauf der Woche und wieso die Stimmung im Lager ist. Wir wollten eigentlich mit den Kids viel unternehmen, aber außer einmal Badeurlaub, Badetag, hatten wir nichts unternommen, weil die Kinder wollten nur Tennis spielen. Also wir fangen an mit einem gesunden Frühstück. Zum Mittagessen immer abwechselnd. Wir haben Hamburger, wir haben Würstchen, weiß-rot. Wir haben auch einmal ein spanisches Gericht haben wir gehabt. Wir haben extra eine spanische Betreuerin hier, die hat das gekocht. Also ich finde es ganz wichtig, dass die Kids Spaß haben. Hier haben wir jede Menge Spaß. Und wenn mir das keinen Spaß machen würde, würde ich es auch nicht tun. Wir machen um 15 Uhr freitags nachmittags mache ich immer Manöverkritik. Dann möchte ich von den Kindern nicht wissen, was gut war, sondern was schlecht war. Und bisher war es immer so, irgendwas findet sich immer. Und das stellen wir dann nächstes Jahr direkt ab. Diesmal schnappte ich mir auch ein paar Jungen und Mädchen, um mich persönlich überzeugen zu lassen, wie es ihnen überhaupt gefallen hat. Fangen wir doch einfach gleich mal mit den Mädchen an. Ihr habt das Wort. Mein Name ist Julia und ich bin 12 Jahre alt. Mein Name ist Athena und ich bin auch 12 Jahre alt. Mein Name ist Chiara und ich bin auch 12 Jahre alt. Also mir hat eigentlich alles sehr gut gefallen. Am meisten hat mir gefallen, wie wir die ganze Zeit Tennis gespielt haben. Das war echt sehr toll, weil ich will auch mal Tennis spielen, so als Hobby einfach. Und dann habe ich das meinen Eltern erzählt und sie wollen mich in den nächsten Tagen hier auch anmelden. Und ich finde das sehr toll, weil Tennis mir sehr viel Spaß macht. Also mir hat es Spaß gemacht, weil ich habe halt mehr über Tennis gelernt, weil vorher konnte ich gar nichts an Tennis. Also mir hat besonders gut gefallen, dass wir eben hierher gekommen sind und direkt gesagt bekommen haben, was wir eigentlich verbessern müssen. Also wir haben erst am Anfang ein bisschen so für uns gespielt und dann hatten wir auch ein bisschen Training und haben dann später eben auch durch dieses Training und die Abzeichen gemacht. Ich finde es schön, dass man viele neue Freunde kennengelernt hat und es hat auch Spaß gemacht, Tennis spielen. Na, das hört sich ja schon mal gut an. Und allgemein zum Ferienprogramm gab es auch was zu sagen. Ich finde es einfach toll, dass es auch für jede Woche irgendetwas gibt. Also es gibt nicht nur eine Sache, es gibt mehrere. Man kann sehr viel machen und ich finde das einfach sehr toll, dass sie das veranstalten. Ja, ich würde wiederkommen, weil es mir hier einfach Spaß macht und weil es immer verschiedene Sportarten gibt. Also ich finde das Ferienprogramm, das gemacht wird von Ramstein-Miesenbach, super. Das Personal, das dort arbeitet, macht sich viel Mühe, gibt sich viel Mühe und besser geht nicht. Ja? Und der Hammel, der macht einen guten Job, mach weiter so. Und nicht vergessen, liebe Sportsfreunde, das 13. Miesenbacher Jugendturnier mit Schirmherr Markus Klein lädt euch ein. Kommt vorbei! Wir freuen uns auf euer Kommen. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, einfach Ramstedt TV einschalten. Die Sommerzeit 2017 hat erst begonnen und es kommt noch einiges auf euch zu. Tschüss. 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 Hallo.